Luai arbeitet seit fast 3 Jahren bei Nutzmüll. Wie viele andere hat er hier eine Arbeitsgelegenheit bekommen. 12 Monate können Langzeitarbeitslose hier arbeiten. Ich arbeite an der Stickerei. Ich nutze verschiedene Stoffmaterial, verschiedene Farben. Und für sowas zum Beispiel machen wir Rucksäcke, Einkaufstaschen. Und das zurzeit, was ich mache, das ist eine Hülse. Die linke Seite so mit Organza durchsichtig und die Stoff. In der Regel sitzen in der Näherei mehr Menschen. Die meisten wollten nicht gefilmt werden. Langzeitarbeitslosigkeit ist etwas, worüber nicht gern gesprochen wird. Susanne Förster kümmert sich um die Personalabteilung. Es ist sehr bunt hier bei uns. Viele von Ihnen haben aufgrund ihrer Langzeitarbeitslosigkeit mehrere Handicaps, also ob das sowas sind wie Schulden, Wohnungslosigkeit, gesundheitliche Einschränkungen. Wir haben auch viele ältere Menschen hier beschäftigt, die einfach nie eine Ausbildung gemacht haben, dann immer irgendwie auf dem Bau gearbeitet haben und dann einfach mit Mitte 50 kaputt sind und natürlich auch keinen Job mehr finden. Es aber gewohnt sind, jeden Tag zur Arbeit zu gehen und das auch gerne weitermachen würden. Und dann finden die hier so ihren Platz. Ah, Stühle. Holzerei und Tischlerei eventuell. Warte, lass uns die mal reinbringen. Ja. Genau, super. Arbeit gibt es nicht nur in der Näherei, sondern in verschiedenen Werkstätten. Ob Holsterei, Fahrradwerkstatt oder Tischlerei. Jeder findet seinen Bereich. Hier wird auf Nachhaltigkeit gesetzt und alten Dingen neues Leben geschenkt. Langzeitarbeitslosigkeit, das ist schon eine schwierige Sache, die macht ganz schön einsam aufgrund des wenigen Geldes, was man hat und auch aufgrund der Tatsache, dass es einem peinlich ist, dass man nicht jeden Tag irgendwie das Haus verlässt und eine Aufgabe hat. Und das Schwierigste ist eigentlich, die Leute hier so zu sozialisieren und sie dann auch an tägliches, pünktliches Kommen zu gewöhnen. Wer dann hier angekommen ist und dem das gefällt, dass er jeden Tag eine Aufgabe hat und dass er auch Kollegen hat, wo man auch sieht, dass es einem selber gar nicht so schlecht geht, sondern dass es andere gibt, denen es ja vielleicht noch viel schlechter geht oder die andere Probleme haben, das entspannt einen so ein bisschen. Durch die Arbeit entstehen auch neue Kontakte. Die fertigen Produkte stehen in den Präsentationsräumen zum Verkauf bereit. Sie können von Menschen erworben werden, deren Gehalt unter der Einkommensgrenze liegt. Tatsächlich ist die Zeit zu kurz. Wir brauchen in der Regel mehr Zeit, um näher an den ersten Arbeitsmarkt rangeführt zu werden. Und brauchen dann auch Unterstützung. Viele trauen sich nicht mehr. Ganz klar, die trauen sich einfach nicht mehr. Haben Angst vor dem Bewerben. Und brauchen mehrere Anläufe. Luai hingegen schaut positiv in die Zukunft. Ich habe schon eine Bewerbung geschrieben für Stadthausopera. Und ich warte die Antwort. Für das deutsche Schauspielhaus auch. Weil ich kann viele schöne Sachen machen.